Gesunde Mischkost Teil 3. Fette, ihr dürft täglich 1 bis 2 Esslöffel Öl direkt in die Mahlzeit machen. Und es ist so, dass wir 1-2 Esslöffel Öl auf jeden Fall fürs Braten haben. Die Portionsmengen im Ernährungsmaß sind immer pro Person. Von daher, wer da mehr wissen will, schaut es euch gerne an, Rose Fröhlich Shop. Ihr Lieben, der Fächer wird nicht mehr neu aufgelegt. Wir werden das, was an Resten ist, sozusagen noch in den Verkauf geben. Er wird danach nur noch digital zur Verfügung stehen. Hat ja auch was mit Nachhaltigkeit und Ähnlichem zu tun. Jetzt hat die Schraube locker. Ihr habt Tipps und Tricks auf der Rückseite. Aber nochmal zurück, das Öl sozusagen soll ja die gesunden Fette in das Essen kommen und dann brauchen wir ja immer Öl auch noch zur Zubereitung. Dann ist es so, dass ihr bei Brot und Brötchen in der Mischkost 4 Scheiben Brot täglich essen könnt oder eben 4 Brötchen. Es ist nicht insgesamt, sondern das ist pro Tag und das wären 2 Scheiben Brot morgens, 2 Scheiben Brot am Abend zum Beispiel und eine für zwischendurch, weil ich vielleicht unterwegs bin und das als Zwischenmahlzeit esse. Die gesunde Mischkost hat jetzt nichts mit Low Carb oder Ähnlichem zu tun. Daher, na, ihr Lieben, es geht hier um Mischkost und die gesunden Kohlenhydrate, Vollkorn, Mehrkorn, Brot hat ja gesunde Ballaststoffe, die ja auch Sättigungseffekt machen, Blutzuckerspiegel niedrig halten. Also da haben wir ja viele positive Effekte auch drin. Von daher habt ihr auch zu Brot und Brötchen auf der Rückseite im Fächer noch ganz viele Infos. Ihr habt verschiedene Kategorien der Lebensmittel, Tipps und Tricks und genau, könnt euch sozusagen die Mischkost mit der Hand oder mit Alltagsgegenständen, kann ich euch auch nochmal zeigen, ne? Hier ist die Hand, ihr müsst nichts abwägen und ihr könnt das sozusagen mit Löffel, Becher, Tasse eigens definieren. So, ihr Lieben, jetzt habt ihr ein bisschen was erfahren. Teil 3 war jetzt mit dem Öl und sozusagen mit dem Vollkornbrot oder dem Brötchen. Und es gibt noch Teil 4 und 5. Schaut einfach bei Gelegenheit vorbei. Und ich wünsche euch was. Ganz lieben Dank. Liebe Grüße zu euch.